Hallo, wer bist du? Markus, 42, Designer, eigene Firma. Okay. Wer bist du? Christiane, 35, zwei Kinder, geschieden, Halbtagsstelle bei Aldi. Ah, okay. Wer bist du? Ilhami, 25, aus der Hook, seit 2 Jahren in Deutschland, geflüchtet aus dem Irak. Okay. Aufbauprogramm, du, an der Universität. Ah, schön. Was macht deine Familie? Meine Identität. Kultur, Tradition, Religion, Geschichten, Mythen, Erbe. Meine Eltern. Alles, was mich ausmacht. Was mich ausmacht. Meine Arbeit, meine Freunde, mein Umfeld. Ja, es macht mich aus. Es macht mich aus, weil es mir ein Label gibt. Lehrer, Künstler, Firmenboss, Arbeiter, Angestellter, Frau, Mutter, Tochter, Partner, Vater, Onkel, Urgroßmutter, treu, liebevoll, zuverlässig, witzig, Spaßvogel, Anführer, Held, Angeber, Pedant, aufsässig, Rohrkrepierer, Säufer, Drogi, ADHS-geplagte Opfer, schlechte Mutter, mieser Vater, schlechter Boss, faules Stück, Ghetto-Barbie, Nichtsnutz, Querulant, Abtreibung auf 2 Beinen, wertlos, unerträglich, mies, gemein, hinterfotzig, verlogen, talentfrei. Total verrückt. Nicht gesellschaftsfähig. Nicht gesellschaftswürdig. Du genügst nicht. Du bist nicht genug. Du genügst einfach nicht. Du bist nicht genug. Nicht genug hierfür. Nicht genug gute Arbeit. Nicht genug für deinen Job. Nicht genug gute Mutter. Nicht genug Freund. Nicht genug Trainer. Nicht genug Künstler. Nicht genug Firmenchef. Nicht genug kreativ. Nicht genug Talent. Nicht genug Wissen. Nicht genug Qualifikationen. Nicht genug emotional. Nicht genug empathisch. Nicht genug rücksichtsvoll. Nicht genug sensibel. Nicht genug Tochter. Nicht genug. Nicht genug. Nicht genug. Nicht genug. Ich bin genug. Ich bin genug. Du bist genug.